Sommer, vor ein paar Wochen Probetraining bei der Austria. Was war deine Motivation, zur Austria zu kommen, dort vorstellig zu werden, dort spielen zu wollen? Yeah, my motivation is I'm ready to. It doesn't matter because Austria maybe is down to is the second division, but my motivation is to bring up Austria and me, so we go up and try our best to go to play in the always in the first place. So all my motivation is we to win the game and to go forward. Okay, deine Motivation ist, hier Gas zu geben, vorwärts zu schauen und mit der Austria Erfolg zu feiern. Du bist eben seit ein paar Wochen bei der Austria, hast du dich mittlerweile schon gut eingelebt? Fühlst du dich wohl? Yeah, I'm very happy here with the boys and we are getting closer and closer by training. The last week it was a little bit hard by running, but we are getting closer. But I'm very happy with the boy here and we are a family. It's a family team, so everything is good. Okay, we are happy to have you here at Austria. Good luck and welcome. Max von Sandhausen aus Deutschland, erst vor kurzem zu Austria gestoßen. Seit wann trainierst du bei den Violetten mit, bei uns mit? Ich bin letzte Woche Mittwoch angereist und trainiere seit Donnerstag wieder mit. Also noch nicht lang, aber schon in dieser kurzen Zeit dich eingelebt in die Mannschaft mit den Mannschaftskollegen? Ja, sehr gut eingelebt. Ich habe auch jetzt schon außerhalb der Trainingszeiten viel mit Mannschaftskollegen unternommen, sei es nur essen gehen oder sonst was. Also ich bin hier sehr gut angekommen. Und du kommst also schon bestens mit der österreichischen Mentalität zurecht? Ja, soweit schon, ja. Also mit der Sprache, wie gesagt, ab und zu mal noch Probleme, weil ich manche Wörter nicht verstehe, aber da lachen wir drüber und dann wird es mir kurz erklärt, also das passt schon alles, ja. Essen gegangen, hast du angesprochen, ein paar österreichische Spezialitäten probiert? Na, das leider noch nicht. Also einmal gab es in der Cafeteria Leberknödel. Ja, war gut, aber ansonsten habe ich jetzt noch nichts groß ausprobiert, ja. Wird sicherlich noch kommen. Okay, wir haben festgestellt, du bist noch nicht allzu lange da. Wie ist der Stand aus deiner Sicht? Wärst du, wahrscheinlich ein Spieler will man immer spielen, aber bist du schon so weit und auch so weit in die Mannschaft integriert, dass du auch am Freitag schon auflaufen könntest? Das wird sicherlich eine interessante Sache. Also fit bin ich auf jeden Fall. Von der Mannschaft her wurde ich auch so weitestgehend integriert, dass es, denke ich, auch von der Absprache und so klappen würde. Aber sicherlich ist es die Entscheidung vom Trainer und wir sind alle sehr gespannt, wie er aufstellen wird am Freitag. Okay, wie auch immer die Sache ausgeht, alles Gute. Dankeschön. Danke dir. Björn, die Anspannung steigt, in 3 Tagen geht's los, 15 Uhr fährt der Bus nach St. Pölten, 20.30 Uhr dort Anpfiff. Die Austria geht gut vorbereitet in diese Partie? Ja, ich denke schon. Wir haben jetzt 5 harte Wochen hinter uns, wir haben viel gearbeitet, wir haben viel gesprochen. Und ich denke, wir sind noch nicht 100% da, wo wir sein sollten, aber wie bei anderen Mannschaften auch. Alle hat eine Vorbereitung hinter sich, viele wissen nicht, wo wir noch stehen. Wir haben am Samstag in Eugendorf teilweise guten Fußball gespielt. Wir haben gesehen, dass die Mannschaft fit ist. Wir haben sehr lange in Unterschall gespielt und trotzdem das Spiel dominiert. Und das bringt uns Selbstvertrauen vor Freitag. Apropos Eugendorf, dort blöde Geschichte, Matthias Oettl mit Rot vom Platz, er fehlt damit, ligaübergreifend gilt der rote Karte, er fehlt damit gegen St. Pölten. Fällt dieser Sechser aus, fällt der andere Sechser aus, weil Nico Meier noch nicht wirklich einsatzbereit ist? Deine Überlegungen, dieses verzwickte Problem zu lösen? Ja, es ist nicht einfach, aber ich versuche jetzt die nächsten Tage im Training einen Sechser zu finden, wie wir verschiedene Varianten versuchen einzusetzen. Wir haben noch René Sia, wir haben noch Ibrahim Bingel, der am Samstag ein überragendes Spiel gemacht hat im Mittelfeld, jetzt mehr im Zentrum. Letztes Jahr hat er mehr außen gespielt. Ich will schon einige Spieler auf diese Position versuchen. Haris Bruckwa kommt langsam zurück, ist vielleicht noch nicht so weit, dass er da spielen kann. Wir werden am Freitag sehen, wer da auf diese Position auflaufen. Okay, das schauen wir uns genau an. Danke, dafür alles Gute. Danke, Jörn. Lukas, lang hat man darauf hingearbeitet. Jetzt ist es endlich soweit. Am Freitag fährt der Bus, wir haben es schon gehört, um 15 Uhr Richtung St. Pölten zum ersten Match in der Sky Go ersten Liga. Gutes Gefühl? Ja, super Gefühl. Ich habe 49 Erstligaspiele habe ich schon. Und ich bin damals mit dem Ziel, das 50. Erstligaspiel für die Austria zu bestreiten, dahergekommen. Und jetzt endlich nach 2 Jahren ist es soweit und ist ein super Gefühl. Das wäre doch toll, wird man mit einem guten Ergebnis zu diesem Jubiläum dann nach Hause fahren können. Ja, wir haben jetzt gerade ein bisschen diskutiert in der Runde und es wäre super, mit einem super Ergebnis, mit einem positiven Ergebnis zurückzufahren und wir gehen auch davon aus, dass wir das erreichen können.
Jetzt kommen ganz andere Aufgaben auf die Austria zu, eine neue Welt, wenn man so will, in der ersten Liga. Einige Spieler, haben wir gehört, kennen sich dort schon aus, aber generell für Verein und die gesamte Mannschaft. Hat man von dieser tollen Atmosphäre, die ja am Schluss, besonders am Schluss der Saison und im Frühjahr geherrscht hat, diese Aufstiegseuphorie, hat man sich da ein bisschen was konservieren können, dass man es jetzt mitnimmt und auch noch von diesen Kräften lebt? Ja, unter der Mannschaft wird sehr viel noch geredet von den letzten Wochen, von der Euphorie. Und wir haben die Euphorie auf jeden Fall mitgenommen und von den Fans müssen wir, glaube ich, gar nicht sprechen. Es ist einfach eine unglaubliche Euphorie, die wir sicher mitnehmen werden in die Saison. Mitnehmen, du sprichst es an, werden wir eben auch viele dieser Fans, beziehungsweise sie fahren hin. Insgesamt rechnen wir so mit 4.500 Leuten. Gutes Gefühl dann gleich beim Neustadt auch nicht unter Anführungsstrichen alleingelassen zu werden, sondern nach wie vor diese großartige Unterstützung genießen zu können. Ja, ist sicher eine andere Welt jetzt und da sind wir froh, dass wir nicht im Stich gelassen werden und dass die Fans bei uns unterstützen. Okay, dann freuen wir uns auf einen hoffentlich tollen Abend am Freitag in St. Pölten. Danke, Lukas. Erzl, du bist im Winter zur Austria gekommen, vom LASK, von der ersten Liga und hast gesagt, du willst ja nur eine Zwischenstation machen, nur ein halbes Jahr in der Regionalliga bleiben, um dann mit der Austria in der kommenden Saison in der ersten Liga zu spielen. Dieses Vorhaben war von Erfolg gekrönt, wir spielen in der ersten Liga, dementsprechend denke ich, ist deine Vorfreude auf die kommende Saison entsprechend groß. Ja, auf alle Fälle, ich glaube. Jeder hat alles das halbe Jahr jetzt dem Ziel untergeordnet. Am Ende war die Freude groß natürlich. Die Euphorie ist riesig nach wie vor. Und ich glaube, das kann auch ein riesiger Bonus sein, gerade in den ersten Runden, dass wir die auch probieren mitzunehmen. Und jeder fiebert denen entgegen. Ich habe auch vorher schon gesagt, es ist richtig lässig oder auch eine Anerkennung, wenn man gleich im ersten Spiel ein Live-Spiel kriegt. Weil das ist auch nicht selbstverständlich. Und man sieht einfach, Austria Salzburg interessiert Österreich. Nicht nur in Salzburg, sondern auch für die anderen sind wir interessant. Und ja, es ist lässig, in zwei Tagen geht es los, ein Live-Spiel haben wir, 1500 Fans werden uns begleiten. Ja, es ist einfach sensationell und alle Firmen mal darauf hin, dass es endlich losgeht. Eben am Freitag ist dann die Sommerpause offiziell beendet, damit auch offiziell die Vorbereitung, die ja immer ein bisschen, sage ich mal, hart ist, jetzt auch bei diesen Temperaturen, Hand aufs Herz, auch ein bisschen froh, dass das am Freitag erledigt ist. Ja, ich glaube, ich kenne selten einen Fußballer, der gerne eine Vorbereitung durchmacht, aber man holt sich einfach da in der Vorbereitung Sachen, die was am Ende entscheidend sein können. Wenn ich vielleicht die letzten 10 Minuten noch mal mehr angasen kann als der Gegner, dann kann das ein riesen Vorteil sein. Und man gewöhnt sich ja nicht umsonst, weil man sieht ja dann, was rauskommt am Ende vom Tag. Und so hoffe ich, dass wir vielleicht auch genau die Kräfte, was wir jetzt da reingehauen haben, dass die auch am Ende dann entscheidend sein können, dass wir im Erfolg haben. Hoffen wir. Eine Frage noch, kannst du am Freitag schon dabei sein? Du hast dich ja Ende vergangener Woche ein bisschen verletzt. Was hast du genau getan und wie ist der Status quo? Ja, ich habe mir beim Hüftbeuger im Abschlusstraining vor dem Cup-Spiel ein bisschen Ärger zehrt. Aber es ist nicht so tragisch. Ich habe jetzt die letzten Tage jeden Tag zweimal Therapie gemacht, habe gestern das erste Mal ein bisschen probiert mit der Mannschaft mittrainieren, aber eben noch mit Handbremsen, sage ich einmal. Und heute nochmal Therapie gemacht und jetzt am Nachmittag will ich eigentlich probieren, dass ich so gut wie es geht voll mittrainiere und ich bin guter Dinge, ich lasse mir auf keinen Fall das spüren gehen. Okay, drück mir die Daumen, dass es sich ausgeht. Danke, Ernst, alles Gute.